Mon Dieu, die Ereignisse überschlagen sich hier in der Nähe von Hogwarts. Willkommen zurück. Hoppala, das war der nervöse Zauberstab-Zeigefinger. Willkommen zurück, sagt euer Bradbury von Pomperding. Was machen die da? Bisschen kalt für. Naja, macht ruhig euer Picknick. Die Ereignisse überschlagen sich, weil wir suchen nicht nur nach den magischen Nachttöpfen für diesen merkwürdigen Goblin, sondern ich habe auch festgestellt, darf ich euch das kurz zeigen, dass unser werter Sebastian, das heißt unser kleiner Anhänger der dunklen Künste, der ist sogar in der Lage, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, nämlich am Aussichtspunkt und in der Katakombe. Und jetzt frage ich mich, welchen Sebastian ich da wohl zuerst aufsuchen soll, den Stufe 17 Sebastian oder den Stufe 22 Sebastian. Aber ich habe mir gedacht, wir machen erstmal was ganz anderes. Wir erlegen erstmal Alexandras Troll. Der ist ja für 25 ausgelegt. Wir sind jetzt 26, da müsste das ja wohl klappen. Wir nehmen dann mal. Wo ist denn der Troll? Ist er da? Nein. Ist er hier? Wo ist er denn? Da ist er, die Trollbekämpfung. Wir nehmen mal. Ach, wir sind schon vor Ort. Na, noch besser. Dann nehmen wir den Besen oder gehen wir zu Fuß? Ach, wir nehmen den Besen. Das scheint mir irgendwo oberhalb zu sein. So, beim letzten Mal hat dieser Troll ja mit mir den Boden aufgewischt. Nein, er hat mich nur auf dem falschen Fuß erwischt. So, jetzt machen wir das aber richtig. Wir schleichen uns Du an und bist dann. wohl Alexandras Freund. Ja. Akio! Das wollte ich ehrlich gesagt noch nicht. So. Hat er mich schon gesehen? Nein. Ist die Musik denn so dramatisch? So, letztes Mal hatte ich auch keine Heiltränke dabei. Also Mega-Power-Tränke, Entschuldigung. Aber jetzt wird er erstmal quasi von hinterrücks angegriffen. Jo, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Blauholz, schon besser. So. Blauholz ins Gesicht. Was war das denn? So. Ich würde sagen, das war doch schon mal. Blauholz, Blauholz, Blauholz. Haha. Da haben wir noch einen hier. Und ins Gesicht. Ich habe noch mehr davon. Da, wo die sind. Was macht der da? Macht der überhaupt irgendwas? Jetzt kommt er. Daneben. Langsamer. Au, das war nicht daneben. Das war Volltreffer. Nein. Au, schon wieder getroffen. Der hat aber auch einen bösen. Daneben, daneben, blöder Troll. Jetzt hör doch mal auf, hier die ganze Zeit die Dinger ins Gesicht zu bekommen. Daneben. Jetzt aber ein bisschen. Ah! So, haben wir das gesammelt? Ja. Eine Deckung. Nein, das hat es noch nicht geklappt. Blaut. Nein. Sag mal. Ich muss sagen, der ist aber recht unangenehm. Was habe ich denn da gemacht? Und komm, mach das noch mal. Mach das noch mal. Haha. Noch mal, komm. Lauzi. Ah, Stupor ist gar nicht mal so blöd, ne? Immer ins Gesicht. So, ich hab das alles unter Kontrolle. Nein.
Au. Hab ich nicht unter Kontrolle. Nein, nein. Jetzt lass das doch mal. Nein, nein. Nein, nein. Der Kampf nimmt stressige Züge an. Na und? Kommst du? Komm doch. Hahaha. Da hast du. Ich muss sagen, dieses Ausweichen ist extrem elegant. Aua, das war blöd. Na komm, nochmal. Mach doch, mach doch. Nur komm, nur komm. Ich bin sehr. Haha, und jetzt. So. Habt ihr das gesehen? Für Alexandra. Aber das Dorf musste vor dem Troll beschützt werden. Ich würde mal sagen, das war ein Kampf, auch wenn die Moderation leicht litt. Ohne Gleichen. Rebellion. Holla, die Waldwehr. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. So, gibt's hier nicht noch irgendwas zu looten? Scheinbar nicht. Da muss ich halt ein Held ohne Belohnung sein. Ach. Da ist mein Blut richtig in Wallungen geraten. Ich habe sogar richtig Protego eingesetzt. Ruhe. Ihr Kackervieh. So, jetzt müssen wir noch der guten Dame sagen, dass ihr Troll tot ist. Ich hoffe, Sie haben meinen Troll gemieden. Ja, ich habe ihn gemieden. Also, zerrieben habe ich ihn. Haha. Das war's, Alexandra. Ich habe es getan. Mein Troll? Was? Oh, da fehlen mir die Worte. Danke. Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen für ihn. Sie haben ihr Bestes gegeben. Der Erziehungsplan war chancenlos. Ihn abzurichten war völlig aussichtslos. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Herrje, gut, dass Sie unversehrt sind. Sehr mutig. Die Leute im Dorf hatten sich schon einen Namen für denjenigen ausgedacht, der meinen, ich meine diesen, Troll besiegen würde. Es war natürlich irgendwas mit Troll. Es war natürlich der Trollschlechter. Der Flüsterer wohl eher nicht. Schlechter? Ja, genau. Das ist wohl jetzt Ihr Name. Ich brauche etwas Zeit für mich. Aber danke. Von ganzem Herzen. Ich bin der Pompadingsche Trollschlechter. Der Trollschlechter. Das klingt doch schön. Doch, auf jeden Fall. Beziehungsaufträge haben wir abgeschlossen. Und, oh, wir sind fast 27. So, nachdem wir diesen kleinen Fauxpas dann doch wieder gut gemacht haben, wir haben ja beim ersten Mal hoffnungslos versagt, können wir uns jetzt wieder das vergessene Ei. Sprich mit Poppy beim Dorfplatz. Ich glaube, wir reden erstmal über das Ei. So, der Dorfplatz von, ich nehme mal an, von Hogsmeade, oder? Durcht mir. Ich habe einen neuen Hut bekommen. Zeig. Nein, da finde ich keine Hüte. Da. Nein, da habe ich auch keinen Hut bekommen. Wo ist der neue Hut? Es wird sowieso mal wieder Zeit für ein neues Outfit, oder? Würde ich mal sagen. Wir laufen schon viel zu lange als roter Rächer herum. Da würde ich mal sagen, wie machen wir es dieses Mal? Was haben wir denn da? Das sieht mir alles etwas merkwürdig aus. Jetzt klingelt es auch noch. Wie sieht das aus? Nein, das sieht aus, als wäre ich der Graf von Monte Cristo. Das sieht interessant aus. Der porzellanene Fleck, das können wir mal machen. Der porzellanene von Pompadding, Entschuldigung. Dafür brauchen wir natürlich ein entsprechendes Gewand. Hm.
ist mir aber alles, das scheint mir alles eher... Wie sieht denn das aus? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist alles noch nicht das, was ich... Nein, 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 das passt auch nicht. Oh, oh, ich würde sagen, das ist, das steht mir. So, und dazu... Was nehmen wir dazu? Ach, das war das, okay. Dazu nehmen wir natürlich eine... Nein, das war es auch nicht. Was haben wir denn da? Ja, aber es muss etwas heller sein. Es muss der Maske entsprechend. Nein, das ist zu ordinär. Das hier. Seht euch das an hier. Ja. Ich glaube, da haben wir etwas gefunden. Was haben wir hier noch? Auch nicht schlecht, aber etwas zu banal, muss ich sagen. Zu düster. Zu martialisch. Nein, wir bleiben dabei. Hier, das sieht entsprechend aus. So. Ich weiß nicht, ob diesem Outfit überhaupt ein Schal stehen würde. Solche ordinäre Schals sowieso nicht. Nein, die sind alle zu. Nein. Also wenn, dann ein zarter Seidenschal. Ich meine, der hier, der hat auch so eine Silbernote. Der könnte dazu passen. Der passt, glaube ich, auch zum Rest. So, ja, den können wir mal nehmen. Und jetzt braucht es natürlich noch einen guten, schönen Hut dazu. Ja, den Ritterhelm. Sehr schön, allerdings der Affe da drauf. Ach so, ich glaube, das ist der Hut für den Trollschlechter. Ich bin ja ein Trollschlechter. Oh, Sir Robin von Locksley. Nein, definitiv nicht. Auch nicht. Nein, nein, nein. Nein, das sehe ich ja überhaupt nicht. Nichts, was dazu passend. Ah. Gar nicht mal schlecht. Banal, nein. Hässlich. Sieht das gut aus? Es sieht mit dem Hut extrem furchtbar aus. Vielleicht auch einfach gar keinen Hut. Nein. Ein Hut muss schon sein. Dann den des Trollschlechters. Ja, so lobe ich mir. Jetzt brauchen wir noch entsprechende Handschuhe dazu. Eigentlich müssten es helle Handschuhe sein. Weiße, helle Handschuhe. Ja. So. So würde ich mal sagen, werde ich meinem Ruf als Trollschlechter gerecht. So. Nachdem ich mich jetzt in Schale geworfen habe, ja, auch das muss sein, werte Zuschauer, nachdem ich mich jetzt in Schale geworfen habe, können wir uns jetzt zur Dame Poppy begeben. Ehrlich gesagt, können wir uns da mit einer Apparation hinbegeben. So. Und die Dame wird mir jetzt wahrscheinlich leider vorschlagen, dass ich das schöne Drachenei dann doch abgeben muss. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oder nach Rom. Poppy, wo seid ihr? Da. Sie ist sonst verlässlicher. Wer? Du? Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt.
Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Die was? Egal. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Man geht also den Kollateralschäden nach, ich verstehe. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Das sind zwei formidabel dumme Ideen, werte Poppy. Erstens... Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Also, erstens ist es eine extrem dumme Idee, mit dem Ei eines Drachen bei dem Drachen aufzutauchen, finde ich. Und zweitens, diesem Drachen dann ein Halsband anzulegen, finde ich... Aber was weiß ich schon von Drachen? Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Das klingt extrem vertrauenserweckend. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. So, aber was mir auf... Oh, und eins noch. Ja? Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Du meinst, bereit, indem wir... wenn du es bist. Indem wir mit ihrem Ei vor ihrer Nase herumfuchteln oder ihr versuchen, ein Halsband anzulegen. Insofern nicht aufregen, ja? Sowas in der Art. So, was mir aufgefallen ist... Die Maske. Die steht mir nicht. Wir brauchen etwas anderes. Ein Monokel fände ich nicht schlecht, aber ich fürchte, ein Monokel habe ich hier noch nicht gesehen. Das sind aber alles banale. Ja, das auch nicht. Die hatte ich schon. Wir wollen ja Abwechslung. Nein, wir wollen Abwechslung, habe ich gesagt. So, dann sehen wir heute etwas intellektueller aus. So, dann regen wir mal den Drachen nicht auf, indem wir ihm das Ei nicht vor die Nase halten. Ich gehe wieder. Das war ein interessanter Ausflug. Ist sie? Ja, doch. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Und was machen wir jetzt? Was ist das denn hier? Ah? Revelio. Ich bin von der Blauäugigkeit, Entschuldigung, von der Unschuld der Frau Poppy beeindruckt. Sie will sich einfach vor einen Drachen stellen mit dessen Ei. Ihm ein Halsband anlegen. Das wird bestimmt gut. Arme muss Krankvorsorge auf den Verbleib ihres Eis sein. Ja, ja. Wollen wir damit nicht ein Omelett machen? Hier ist übrigens Blut. Revelio. Immerhin.
Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Es gibt eine Menge Schätze. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Wir müssen mal ein paar Sachen wegschmeißen. Und zwar die wertlosen, die hier. Zerstören. So, hiervon vielleicht noch was? Ja, komm. Geld haben wir genug. Wer braucht schon Geld? So, was ist da drin? Etwas Blaues. Put, 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 kleiner Drache. Ja, wo bist du denn? Das ist kein Drache, das sind Wölfe. Komm mal her, mein Kleiner. Ach, hier. Das ist ja nix. Der fällt ja gleich um. Laut. Aha. So. Was haben wir hier Schönes? Oh, eine Kiste. Und, Holdingsbums. Quidditch-Schutzbrille, aha. Was sind das? Straßenköterfelder? Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben? Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wo sind sie, Smissy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen auf den Kampfring machen, aber die wahren Galeonen findet man in Akrohuash. Was ist das? Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben, ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist eine Erleichterung, diese Last nicht mehr zu tragen. Aha, aha. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Rivelio. So, ich blicke mich nochmal kurz um, aber hier ist nichts. So, müssen wir das reparieren? Das sieht so aus, als müssten wir. Sei ein guter Drache. Sei ein lieber Drache. Da ist sie wieder. Ja, ja. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Eben das wollte ich sagen. Aus der Entfernung ist das sicherlich ein tolles Tier. Rivelio. So. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Das werden wir gleich sehen. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Aussage sagen soll. Sie sehen aus wie Schafe, sie lieben Schafe. Warum? Wollen sie sie streicheln? Dass ich das hier mitmache. Unglaublich. Vorsichtig. Wieso? Rivelio. Warum vorsichtig? Hier ist doch gar nichts. Lieber Drache, braver Drache. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Ein was? Oder sie war auf einen Kampf aus. Oh, schon wieder alles leer. Sie fix nochmal. Voll, ihr wisst, was ich meine. So. Können wir gleich zerlegen hier. Das ist eh Mist. So. Haben wir da noch was? Haben wir hier noch was? Dringend verkaufen. So, jetzt haben wir wieder einiges an Platz. Was? Ach so. Rebellion. Ich komme, kleiner Drache. Ich bin auch kein Schaf. Vielleicht sollte ich die ganze Zeit nicht blökend durch die Gegend laufen. Was war das? Ich weiß es nicht. Was war denn was? Uncool. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Und jetzt?
wir wollen ihr nicht weh tun. Weiß er das auch? Runter! Lauf! So, ich bin weg. Wo muss ich hin? Gluck, gluck. Wohin denn? Blödes Vieh, wo ist es? Wo ist es? Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Ja, danke. Wie nett von ihr. Komm, spuck. Weiter so. Nein. Unten bleiben. So, wir gehen als nächstes hin. Ah, ich sehe schon wohin. Los, Klaus, Klaus nochmal. Hallo, lauf. Duck dich doch mal. Ja, nochmal. Haha, Entdeckung. So, ich muss jetzt ganz kurz erstmal, fürchte ich, was habe ich denn da aufgenommen? Irgendwas, was ich nicht identifiziert habe. Ich muss jetzt ganz kurz mal meditieren. Speichern ist nicht möglich. Super. So, wohin? Kein herzlicher Empfang. Naja, du willst ja unbedingt mit Kaminfeuer. Mit ihrem Ei rumwedeln. Willst du ja unbedingt. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Wo ist sie denn? Ach, da. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Unten bleiben. Ja, mach mich alles kaputt. Lustiges Vieh. Zu der Öffnung untergehen. Ja, doch. Und wo ist denn hier die nächste? Da hinten, glaube ich. Unten bleiben. Hobby, wenn du nicht sofort Ruhe gibst, nehme ich dich als Schutzschild. Nur lauf! Mann! Ah, nein! Ich hatte mich verhakt. Da hat es ihn erwischt. Versuche es erneut. Man muss sagen, der gute Herr von Pomperding ist etwas, naja. Überspringen. Der gute Herr von Pomperding ist etwas. Und bleiben! Hau! Meine Güte, das war knapp. Er verklemmt sich gerne mal irgendwo. Vorsicht, das ist ihr Revier und weiter so. Ja, ja. Wir müssen nur das Nest erreichen. Unten bleiben. Renn doch mal. So, daneben. Ein herzlicher Empfang. Wohin? Dahin. Was von einem Kaminfeuer. Gutes zu reden bringt vermutlich nichts. Und bleiben. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. So, auf ein neues. Wie nur einmal. Na, dann mach nochmal, komm. Zu der Öffnung unter ihr. Ja, ja. Lauf, lauf. Haha. Ha. Was hat sie gesagt? Ich dachte, sie ist verbrannt. Schade, ey, ich meine, ein Glück. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Wo? Da wollen wir hin?
Bin mir nicht sicher, ob wir dahin wollen. Rivelio. Poppy, geh doch mal vor. Geh vor, ich gucke dann, ob es sicher ist. Warum sind alle Brücken zerstört? Damit wir Reparo ausprobieren können. Siehst du? So geht das. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. So, schnell das Ei da hingelegt. So. Ja. Lieber Drache, guter Drache. Mit Mundgeruch. Hast du dir selber eingebrockt, Poppy? Erbrockt. Da blockiert sogar mein Sprachzentrum. Ah, sie hat Hunger. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Das ist schön. Hast du nicht damit gerechnet? Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ja, Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Wir könnten wohl kurz Pause machen. So, weil... Wie lange sie hier wohl gewohnt hat? Das ist ja ein Drachenhort. Hier gibt es doch bestimmt... Nee, hier gibt es gar nichts. Okay, ich glaube, wir können gehen, Poppy. Sprich mit Poppy, um zu gehen. Na gut, komm. Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nein, wir können jetzt gehen. Nein. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Was hat sie denn für Panikattacken? Was sie für Panikattacken hat, das seht ihr beim nächsten Mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tata, euer Bradbury von Pompadding.